Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen zurück auf No Hand Gaming zu einem Squabbler Battle mit einer Random Icon 92 Plus Icon Moment Player Pick. Mit dabei ist heute Mr. Beinbehaarung Nummer 1 und dicker Schwanz aus Herne, Simon. Gamer Brother, meine Beinhaare, ja! Ich habe mit Bros, mit Stein die letztes Waxing aufgenommen. Wir haben gesagt, man müsste dir mal wirklich die Beine waxen, Digga. Das wäre richtig abgefuckt bei dir. Wirklich eklige Beinhaare. Ist wirklich scheiße. Mein Bein ist immer noch, man sieht es hier ein kleines bisschen, brutal Baby-Popo-Style. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen geil, das anzufassen, wenn ich ehrlich bin. Ihr kennt das Prozedere. Wir machen Squabbler-Battle, um jetzt bei mir 1 von 3 92 Plus Icon Moment Player Picks. Dieser Player Pick kommt in den Sturm rein. Simon kauft den nach. Und dann gibt es ein Squabbler-Battle. Und am Ende discard ich natürlich wie immer. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert Simon, der Link ist in der Videobeschreibung. Da kommt auch so ein Battle online, Freunde. Das sehen wir danach auf. Und dann würde ich sagen, will ich los, oder? Ja. 1 von 3, 200 plus Icon Moment Player Picks. 3, 2, 1. Tell me. Wenn du nichts sagst, hört sich nach Bruch an. Lahm Moments ist eigentlich gut, aber ist schon. Ja. Del Piero Moments, oh. Weiß ich nicht. Baggio Moments. Oh, den hatte ich auch schon mal. Weiß ich nicht. Der ist es nicht. Oh, Scheiße. Wir nehmen Del Piero, ich nehme Del Piero mit. 4 Sterne, 5 Sterne. Hätte ich auch gemacht, vor allem für die Aufnahme. Ja. Baggio, also hat zwar 5 Sterne Skills, aber. Das ist ein kleiner Fettsack irgendwie. Ich glaube, ich habe sogar einen Del Piero. Del Piero, rein in die Masse, let's go. Warte, ich habe noch nie Glück gehabt in diesen scheiß verfickten Pick. Ich habe ein Baby nie. Del Piero. Noch nie. Geht ja auch. Du hast ein Baby Del Piero. Ich habe ein Baby Del Piero. Weil, ja. Und Dellen rein. Ist und mir ich egal. Kann ihn nicht umformen. Ja, Broski hat ein bisschen Probleme, ich kann Freunde. Ihn nicht umformen, glaube ich. Oh mein Gott. Für alle, die es nicht wissen, Freunde, Broski wurde gehackt. Deswegen Digga, ist Verein momentan EA ein bisschen Sports, mehr. Ihr geht mir so auf die Eier. Seit 10 Tagen bin ich gedings. Ist der so teuer? Hast du nicht die Coins für den? 200k, 250k. Digga, ich kann doch nichts kaufen. Du kannst wirklich gar nichts kaufen? Nein. Oh, ja, okay, dann ist nicht so schlimm. Komm, ich biete dir ein Baby R9 an. Ist okay. Halt rein. Ich leg los. Okay. Rechter Stürmer, linkes Mittelfeld, Freunde. Ich spiele auf der linken Seite eine, ich weiß nicht mal, wie die Karte heißt, keine Ahnung, ist ein Bamba aus der französischen. Diese Shape, nee, was ist das? Upgrade, Fantasy Foot Upgrade. Und im rechten Sturm eine Karte, wo ich mich sehr drauf freue, hoffentlich den zu spielen. Ich glaube, der könnte sehr, sehr lecker sein. Shapeshifter Sané. 6 lecker aus. Hab sehr, Neymar sehr und Robert Lewandowski. Und oha, richtiger Verein sogar. Ja, sogar beides richtige Liga auf den beiden Seiten. Hm? Stimmt, ja. Gut, du Arschloch, dann halte ich mal deins rein. Das ich bin selbst gespannt, was Simon jetzt spielt, Freunde, mit dem gehackten Account da ein Team zusammen zu basteln. Bin gespannt. Auf der linken Seite habe ich einen Schmankerl für dich, weil ich den mal gezogen habe. Untrade. Rafael Leao Dotz. Schmankerl. Alle haben Packluck, ich merke schon. Rechte Seite ist sogar ein grüner Link. SBC-Karte, Rodrigo. Okay, er weiß ja, er wurde gehackt, er hat trotzdem bessere Spieler als ich. Die Maria und Rainer habe ich aufgeschrieben. Der Rainer. Welcome to my life. Wir machen weiter. Ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung, was Simon reinstellen könnte. Was er im Verein hat, was er nicht hat, inwiefern er mich verarscht, ob er noch Coins hat oder gar nichts. Ich halte mal rein. Ich verarsche dich wirklich nicht. Also ich habe 1 Million Münzen, aber ich kann halt legit nichts kaufen oder verkaufen. Also es ist... Du hast einen Transfermarkt-Bann. Ja, das ist... Ach so, stimmt ja. Ach so, ja gut, dann wirst du die nicht haben, die ich aufgeschrieben. Ja, kann sein. Ich habe Guerrero Shapeshifter SBC, linkes ZDM. Dann ZM habe ich Tots Moments Paulinho. Hat der nicht alles discardet, der Typ? Nein, das war ein Glück eigentlich. Das war ja keiner, der mich gekannt hat. Also es war halt wirklich einfach jemand, der meine Münzen haben wollte. Alter. Und im rechten ZDM, und da fällt mir gerade auf, ich muss gucken, ob ich ihn umformen kann. Ansonsten nehme ich seine andere Karte, weil ich weiß nicht, ob ich die habe, ist Lucas Paqueta, Tots. Tonali Felipe Ronaldinho. Oh, also ich habe heute echt die Möglichkeit, dich nochmal einfach mehr ins Loch zu schubsen, ist mir gerade aufgefallen. Ja, ne? Ich musste leider Paulinho Tots gegen seine Player Moments tauschen, weil... ja, ich war kurz ein Erdbeben, sorry. Kann nicht umboden. Scheiße. Demon hat halt Welpenschutz, Freunde. Das ist... Hey, Mann, das ist... Wie oft wurdest du jetzt gehackt? 3, 4 Mal oder so in 5 Jahren. Ja, kann. Ja,
EA Sports, ach, Baby. Digga. EA Sports. Bin drin. Okay, ich glaube, du hast mich sogar, jetzt wo ich überlege, es ist wirklich schon wieder verdammt offensichtlich. Scheißegal, Wuppertal, ich bin linkes ZM, Tots Chuameini. Rechtes ZM, Mittelfeld, Kimmich, Tots. Ja. Kann sein, keine Ahnung. Und rechts, ja, Lars Ricken halt, die Hero Shapeshifter, geil, den hast du aufgeschrieben. Den habe ich aufgeschrieben, ja. Den Ricken wollte ich mal... Es war klar. Es war. Tolisso, Savanier und Ricken. Es war halt irgendwie klar, wollen Digga. Wir gucken. Außenverteidiger. Sommer ist es. Wunderbar. Dass du einfach sogar einen Transfermarkt-Bann hast, Digga. Ja, das kann ich ja verstehen. Dass sie dir das kann ich... Also ja, aber dass sie das nicht... Ich meine, ja, aber die kennen dich ja, dass sie dir einfach dir das nicht ja, wieder zack sich, hinrichten. An so. Sich verstehe ich das, wenn ein Account 40 Millionen Münzen schiebt, dass der dann erstmal... Ich dachte sogar, ich werde komplett... Dass der Account gelöscht wird. So. Ja. Finde ich auch krass, dass du so ein Transferbann ist. Aber wenn ich weiß, dass es ein Creator ist und da ein Transferbann drauf ist, dann nehme ich den doch direkt wieder raus, damit der Content machen kann. Ich bin ready. Ja, leg los. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger. Linke Seite. Ich habe zwei Ds. Hatte ich natürlich. Zwei Ds. Du hast zwei Ds. Ja. Du hast zwei Ds. Ja, Delane will ich links gern spielen. Ja, eins von zwei. Wie ist es? Wie immer. Es ist bei mir immer die... Ach, scheiße. Rechts ist es aber kein D, ist es ein T, sondern ein Trimmel. Ah, aber nehm ich. Mann, Digga, ich hätte einfach Amavi links spielen können. Nein, immer gehe ich mit der falschen Variante. Geil. Es ist geil, doch geil, scheiße. Geil. Und jetzt ist auch noch eine Wespe hier. Das ist wirklich, jetzt geht's wieder vollkommen los. Verpiss dich, du. Komm, ich halt rein. Rechtsverteidiger gehe ich mit meiner Icon Prime Moments Carlos Alberto. Linksverteidiger? Ja, das ist die Frage. Wo hast du dich entschieden? Für Armut oder für Reichtum? Ich hab Schmelzer. Für Reichtum. Ich hab Schmelzer und den hast du. Mann, ich hab Cancelo und Atal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwas bei dir einschätzen soll, Digga. Geil. Ich hab keine Ahnung, wie du das baust, weil ich denk so, ja, da muss er da einen Kompromiss machen und ganz anders bauen oder so. Geil. Das macht's mir viel schwerer bei dir. Gut, Freunde, es geht jetzt schon ins La Grande Finale. Ich habe das Gefühl, dass ich diesem Mann gar nichts und wieder nichts und wieder nichts und wieder nichts weghauen werde. Ich halte jetzt auch als erstes für dich rein. Okay. Es ist wirklich, ich verliere gegen jemanden, der gehackt wurde und nichts hat im Verein. Das Geile ist, ich habe schon meine Ligen und deshalb habe ich es ein bisschen asozial gelöst. Bin in eine Liga gegangen, wo ich schon drin war. Und zwar in spanische Liga. Ich gehe mit Nacho Fernandes, David Alaba und Courtois. Könnte ein Bruch werden. Córdoba, Chiellini, Sirigu. Geil. Ich dachte, ich bin sogar in der Liga, weil du hast ja oben auch schon. Ja, das mit hätte sein können. Ah, sehr gut. Wenn du mir jetzt noch einen weghaust, dann lege ich hier sofort auf, ne? Also ich bin natürlich in noch eine neue Liga reingegangen, ja, weil mir fehlt ja noch eine. Und da habe ich mich für die englische entschieden. Mhm. Und in der englischen gehe ich in der Innenverteidigung mit John Stones, mit Minks, Tyrone Minks und im Tor mit Pickford. Ich will nichts sagen, aber wie kommt denn dein Chuameni auf Chemie? Ich hasse mein Leben, Simon. Was ist das für eine Scheiße, Simon? Ich habe das Team gebaut und habe im Sturm als Icon Vieira hingestellt. Einfach so. Ah, als Freihalter. Aua. Und der hat den Stronglink gegeben. Aua. Nein. Gut, dann lade ich dich mal ein, mein Schatz. Mach das, mein Schatz. Dann geh mal rein, Freunde. Vamos. Da bist du doch. Mit drei Bronzekarten. Grüß dich. Moin, Memo. LP, Baby. Wer ist denn das? Mobamba. Mhm. Ach, ihr Nuttenkinder. Schon wieder. Oh, das wäre doch ein super Start gewesen, kleiner Puffer. Der Puff hat keine Bremse. Oh, was ist denn das für eine Lücke? Was macht denn er? Pff. Was macht denn Ronaldo? Mann, ich hasse FIFA 22 so sehr, wirklich. Ich bin so schlecht. Kann nicht verteidigen. Ja. Geht einfach nicht, wirklich. Es funktioniert einfach nicht, dieses Rennen. Und jetzt wieder erste Pfosten. Überhaupt gelernt jetzt nach der Aufnahme gerade. Aber ja, es war nie eine Simon-Aufnahme ohne ein Eckentor. Ach komm schon, Männer, ihr lasst euch aber auch hier wirklich blöd rumstehen schon wieder. Dreieck durchgedrückt, enough is enough. Komm ich noch aus dem Strafraum raus oder wird es auch nichts mehr? Beruhig dich mal. Geh mal auf. Nein, wie er hinfällt. Nein. Ja, nein. Ja, man. Ja, man. Nix. Meta. Oh, ja. Das Ding ist noch nicht vorbei. Gar nix. Das Ding ist noch nicht vorbei, Simon Gamer Brother. Das Ding ist noch nicht vorbei, Simon Gamer Brother. Was war das für ein Scheiß? Was war das für eine Parade? Digga, habe ich überhaupt meinen Joker eingelöst? Mit dem Torwart irgendwie so? Nein. Nein! Digga, ich bin ja bodenlos dumm. Was fällt mir jetzt erst auf?
Scheiße! Ich hab gedacht, ich sag lieber nix. Nee, Digga. Aber warst du gut. Wusstest du, dass es... Also, tatsächlich, kein Scheiß, es gab mal eine Frau in Furt, ne? Ja, aber die, war die nicht transsexuell? Nein, nein, also es gab wirklich eine Frauenkarte in Furt, FIFA 19. Hat sogar Bundesliga gespielt. Ja. Und warum gab es ein Ultimate Team? Aber weißt du, wer es ist? Ja. Sidney Friede. Und da ist er. Boom. Weiter geht's. Wie kann es hier nur 1-1 stehen? Nobody knows. Seid. Aufgehoben. Safe aufgehoben. Ach, Digga, welcher dumme Nuttensohn hat das ab. Ah, was? Ach, du heilige Mutter Maria. Muss er. Dieses Tor ist nur gefallen wegen deiner Inkompetenz, Schiri. Muss er. Scheiß Blödmann. Digga, ist das nicht der Bowser? Da hab ich doch nicht hin. Ich hasse wirklich. Wie war 22 so ein schlechtes Spiel, Mann? Und er hebt schon wieder das Abseits. Amos, wir sind da, wir sind da. Simon, verrat mir doch mal bitte eine Sache. Wie kann man das verhindern, dass ein Sohn immer das Abseits aufhebt? Wie? Ich verstehe es nicht. Oh, Torwart ist da. Scheiße. Set your game. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Ey, Benji, meine Kopfhörer sind leer. Ich höre dich nicht mehr. Aber das kriegen wir durch. Oh, Simon ist so ein... Ey, YouTube-Kommentare, ich lese euch ja. Wenn ihr das seht, helft mir doch mal bitte wirklich und gebt mir Tipps. Ihr schreibt immer nur was rein, womit ich kein nichts weiter weiß. Aber das ist einfach... Ich will doch besser werden. Fick ihn. Boah, Schiri rot. Schiri, warum pfeifst du das nicht, bevor ich deine Mutter finde? Mach jetzt was. Ja, du bist der Beste, Rodrigo. Du bist der Beste. Ich höre dich nicht, Benji, aber ich hoffe, du bist gebrochen. Ich hoffe, du bist gebrochen. Wunderbar. Kannst du keinem erzählen. Wie immer, wirklich. Du hättest rot dafür kriegen müssen, Digga, wie du mich umgehauen hast. Ist richtig. Und der pfeift nicht mal den Freistoß. Der nix. Huren griff einfach zwei Bronze, Hauptsache am Ende auch noch eingetroffen mit einfach diese da reinballern, ne? Plötzlich geht alles rein am Ende, ne? Das ist es doch. Jetzt haben wir am besten Sané weg und dann kriege ich noch Kuppenkäse. Leg los. Zwei Stürmer, sind beide Stürmer. Das ist einmal Bronze, keine Ahnung, who the fuck you are? Tyrone Mings. Also nur 80k. Grazie mille, mille grazie. Sorry. Das war's mit dem Video, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Auf dieses Schreibt mir wirklich mal in die Kommentare. Ihr schreibt immer nur so, hey, cooles Video, erster, irgend so eine Scheiße. Schreibt mal wirklich rein, wie verteidigt man, wie wird man besser. Gebt mir Tipps, welche Videos soll ich mir angucken. Und wir gehen jetzt rüber bei Simon, da nehmen wir noch auf. Da werde ich wahrscheinlich wieder 3-4 Millionen Coins verlieren. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, macht's gut, Simon kriegt das Schlusswort. Tschüss.